Einen wunderschönen guten Tag, der Earl gibt sich die Ehre und wir werden schauen, was dieser verdammte Assolane politisch vorhat. Wir wollen uns wohl ein Schnippchen schlagen. Erst dachten wir die ganze Zeit, der Porto wäre unser größter Gegner. Und dann kommt so ein Assolane hervorgekrochen. Schauen wir mal, wie viel Einfluss der überhaupt hat. Kann man ja nicht vorstellen, dass viel. Auf jeden Fall genug, um Geld in die Hand zu nehmen, um den Doge umbringen zu lassen. Waren schon harte Zeiten damals. So, lad auf. Nächste Runde. Wird es dann soweit sein? Dass wir Genua greifen wir es an. Gucken wir, was passiert. Ah, diese haben auch wieder aufgeladen. Eben war ja 10. Sehr gut, Corleone. Hole neue Ritter, Kanoniere, Musketiere und Fußtruppen. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Wie viel hat denn Genua noch? Ja, dann ist dann die Frage, wie viel unsere Ritter zählen, denke ich mal. Aber eigentlich haben wir mehr. Attackieren wir mal. Ja? Naja. Und ich habe nur keinen Zugang. Das ist natürlich dann genial. Wieder mal unseren täglichen Kardinal geholt. Und jetzt bin ich Council Set. Jetzt kann ich irgendwen accusen, oder? Auf Treason. Wen machen wir dann da? 1, 2, 3, 4. Diesen hier. Success. Wunderbar. Wunderbar. Ja, das können wir uns leisten. Herrlich. Gucken wir mal nochmal, wie viel die anderen haben. 20.000. 32% Popularity, die da Portos. 94% bei 107.000. 47% die Asolanes. Die haben ja die da Portos erholt. Aber die Conner sind hinten dran, die Armen. Kann ich jetzt Root, Lauf Burl? Mal schauen, was das bringt. Ob ich jetzt zum Doge endlich werde oder nicht. Dann ist auch die Frage, wie lange wir das Let's Play dann noch ziehen. Also wenn wir Doge geworden sind und ein paar Städte eingenommen haben, alles ausgebaut haben. Ja, Assolane-Fraktion, was von Guilty. Jetzt bis mal ist auch 3 Kardinäle gestorben. Und ich bin Doge. Und der Pope ist very sick. Gut, das kann uns relativ egal sein. Wir werden einfach so viele Kardinäle kaufen, wie es nur geht. Ach, Venedig hat aber jetzt mittlerweile wieder sehr viel Glas über. Nee, ich will das Let's Play ein Sturm und mach es gut, oder was? Auf Wiedersehen, tapferes Schneiderlein. Auf Wiedersehen. Nee, man muss das ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Wenn gar nichts mehr passiert, muss man jetzt nicht hier 5 Minuten warten, bis unsere ganzen Handelsrouten fertig
gemacht worden sind, da lohnt es sich eher ein schönes anderes Spiel anzufangen, würde ich einfach mal sagen. Ein Klassiker. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber na, schauen wir mal. Es gibt noch genug historische Strategiespiele, die man anfangen kann. Ja, unser guter Ostasienfahrer, herrlich. Da oben in der Nordsee handeln wir auch gar nicht mehr richtig. Ach, über große Flüsse kann er nicht. Suchen wir uns eine Furt. Piraten. Auf jeden Fall kriegt man lange Arme als leeren Sklave in so einer Situation. So, 6 noch da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, das ist nicht. Aber attackieren wir mal. Na, na, na. Kostet es jetzt weniger? Nein. Greifen wir so weiter an. Und wieder nach Venedig. Keine Kardinäle übrig. So. Jetzt habe ich hier anscheinend Texas, die ich auf die anderen verteilen kann. Aber das ist natürlich nicht so gut. Accusen wir mal lieber. Asolane, komm mal her. Sehr gut. Ich bleibe dann, würde ich sagen. Ach, kann man die auch rauswerfen? Die Neutralen, die sind mir lieber. Und der gute... Wie heißt er? Conner darf bauen. Ach na, each family with a senator must be assigned a position. Dann darf der gute Asolane bauen. Und um das zu feiern, wir können nicht weiter ausbauen. Wunderbar. Aber wir schmeißen eine Party. Ach doch, nee, wir müssen so. Sorry, no effect. Verdammt nochmal, wir sind zu gut. Jetzt schon. 1357, wir hätten ja noch bis 1492 doch noch ein paar Jahre vor uns. Ja, Solane. Kein Effekt. Ja gut, kann man jetzt auch nicht machen. Da Porto und Conner. Ich bin Councilhead natürlich. Papst ist gestorben. Und ich wähle... Wo bin ich denn?
Kann man nicht zweimal hintereinander Papst werden oder was? Das ist natürlich ein Elend. Dann wähle ich Rom. Das ist ja, kann ja keiner mitrechnen. War ja auch nie so, dass eine Fraktion irgendwie zweimal hintereinander Papst geworden ist. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ja gut, dann verabschieden wir uns mal von denen. Naja. War das praktisch das Ende der Familie Böll? Kein Papst mehr? No. Können sie damit noch überleben? Zumindest die Seele der Bölls? So, attackieren wir. Nächste Runde müsste das doch jetzt geregelt sein. Politics. Accusen wir. Und wieder mal erfolgreich. Only Doge may change position on the turn after the election. Okay. Das sieht doch mal gut aus. Ein Senat, der gefällt. Und bei Tatsache, Kardinal ist tot, ich konnte mich nicht wählen. Oder? Nein. Ach. Dann wähle ich den Florentiner. Oder soll ich den... Soll ich die Borgia? Nee, den Florentiner. Ah, große Villa. Profila, Art und Party hoch. Ja, bei 94%. 100% scheint dann wirklich die Obergrenze zu sein. Also 100% Zufriedenheit mit einem. Oder Popularität. Was erzähle ich? Zufriedenheit. Ja. Asolane, weg mit dir. Eine große Villa. Oh nein. Someone set Earl of Burl traffics with the devil. Ich würde mich mit dem Teufel abgeben. Someone said Earl of Burl is too friendly with animals. Was würde ich denn mit Tieren machen? Außerdem Nahrung geben. Ich trinke auch kein Kanalwasser. Jetzt wollen sie aber... Also, habe ich gesagt, dass es so einfach wäre? Ich bin ein Instrument of Evil mit 3 E. Ich bin auch gross and fat as butter. Also. So. Florenz gewinnt. Warum nur? Florenz hätte auch Spanien gewählt. Pech gehabt.
Holy Crusade. Geht ja wenigstens nicht gegen uns. Aber dann schauen wir mal, wie beliebt wir jetzt sind. Haben wir wenigstens noch ein bisschen was zu tun. War keine gute Runde für die Earls. Oder für die Burls. Aber noch haben wir das Taschengeld. Das Geld klingelt noch in der Portokasse, um denen noch zu zeigen, was hier Sache ist. Gut, jetzt werden die durch die Kanäle teurer, weil ich die nicht mehr, weil ich kein Geld mehr dafür kriege, dass ich sie kaufe. Auch schade. Nun ja. Ja, also, da frage ich mich, Spieldesigner, warum irgendwas anderes als Galeeren kaufen? Da kauft man sich eine mehr, aber bei diesen ganzen Piratenattacken, da lohnt sich doch nichts anderes. Nee, nee, nee. Genua. Jetzt aber. Jawohl. Yes. Wieder ein bisschen Popularität bekommen. Ach, hier ist Seide so verdammt billig. Das ist natürlich, das erklärt natürlich einiges. Cusen wir den. Und sind wieder gut aufgestellt. Und kaufen so viele Kardinäle, wie es unser Reichtum zulässt. Und dann schauen wir mal, was mit unserer Popularität geschehen ist. 86. Ja. Würde ich sagen, schmeißen wir mal eine Maskerade. 3 zu Popularität. Nun ja. Beenden wir die Runde. Entschuldigt, ich musste mal eben kurz weg. Ja, Solane weg, die Bauern. Ja, ich bin kein Genueser, natürlich nicht. Was meint ihr denn? Ich ein Genueser, nur weil ich die Stadt gerade eingenommen habe, um meine alte Heimat wiederzukommen? Nein, nein, nein. Ja. Auch nicht viel machen jetzt mehr. So warten, dass das Geld in die Kasse fließt.
was nicht gegen das Spiel ist. Also das ist wirklich ein sehr nettes Spiel und wie man jetzt gesehen hat, muss man eine Zigarre anmachen.